Begrüßen zu meinem ersten Podcast, den ich mache, hier zu dem Thema Smartwatches. Und ich habe hier als Beispiel die MetaWatch Frame von der Firma MetaWatch. Genau, und möchte euch jetzt zeigen, was man damit machen kann. Also, ich kann sie nur schwerstens empfehlen, denn es ist eine Companion-Uhr, wie es so schön heißt, die man ja, am Armband hier so trägt. Genau, und sie wird verbunden sowohl mit iOS als auch mit Android. Und das ist für mich das Auswahlkriterium, wie gesagt, ich brauche es für das Betriebssystem iOS, damit ich es auch mit dem iPhone koppeln kann. So. Und zwar kann man da Folgendes damit machen, man kann halt Nachrichten, die auf dem iPhone erscheinen, auf die Uhr weiterleiten und dort eben lesen. Und da ist man eigentlich nicht beschränkt auf irgendwelche speziellen Apps. Nein, man kann eigentlich so gut wie jede App benutzen, die eine Benachrichtigung in der Benachrichtigungszentrale des iPhones ablegt. Zum Beispiel, so wie man sie hier sieht. Ja. Und um das hier zu bewerkstelligen, kann man hier oben auf das Icon klicken von der App. Und da sieht man hier die einzelnen Schalterstellungen und da kann man dann auswählen, welche App weitergeleitet wird an diese Smartwatch. Ja. So, und das sind eigentlich die Funktionen dieser Uhr. Und ich muss sagen, ich finde diese Uhr sehr praktisch. Das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, dass sie keine Fitnessfunktion hat und dass sie auch nicht zum Telefonieren oder als Headset benutzt werden kann. Genau. Aber sonst gefällt sie mir recht gut. Die Laufzeit beträgt auch mehr als einen Tag. Jetzt in meinem Test war es ungefähr zwischen 4,5 und 7,5 Tagen, dass sie gelaufen ist. Ich muss dazu sagen, das Display ist spiegelnd, das heißt auf gut Deutsch, es ist kein richtiges LCD-Display, wie wir es kennen, sondern es ist so ein spiegelndes Display. Dafür hält die Uhr eben, wie gesagt, bis zu 7,5 Tage, genau, und sie lässt sich auch sehr gut eigentlich ablesen, solange man nicht in überhellen Umgebungen innerhalb eines Raumes ist. Außerhalb eines Raumes konnte ich sie eigentlich immer lesen. Hin und wieder ist die Schrift auch etwas klein, aber sonst ist es soweit okay. Ich kann euch jetzt auch mal zeigen, was mit den einzelnen Buttons ist. Also der oberste Button, der schaltet hier das Licht ein und aus, also die Hintergrundbeleuchtung, falls es euch mal zu dunkel ist, die Anzeige oder in der Nacht. Der nächste Button, der zeigt hier dann den Player vom Handy an. Mit dem könnt ihr, wenn es hundertprozentig funktioniert, die Musikplayer auch steuern von eurem iPhone oder vom Android-Phone. Genau, dann kann man hier anhalten, weiterspielen und dann zurück vor oder lauter und leiser die Lautstärke machen. Genau. So, zum Verlassen immer hier den oberen Button drücken, kommt man wieder zurück auf die Standardanzeige, dann gehe ich hier mal hin, da kann man die einzelnen Streams, die man in der App festlegt, durchscrollen. Jetzt habe ich hier meine zweite Screen, genau, dann hier ja, ich mach das mal so. Genau, da ist der Kalender. Da habe ich also eine Uhrzeit im Kalender festgelegt. Beim nächsten habe ich hier den Status des Telefons hinterlegt, das heißt auf gut Deutsch, man sieht hier die Akkuladung meines iPhones und auch
gleichzeitig, ob ich einen verpassten Anruf hatte. Und wenn ich weitergehe, habe ich hier die aktuelle Wettervorhersage für heute und für den nächsten Tag hinterlegt. Und jetzt hier geht es zurück auf den Hauptscreen mit der Uhrzeit. Und jetzt wieder meine Standardansicht, die ich immer haben will, mit den nächsten Terminen für diesen Tag. Hier oben, wenn ich drauf drücke, kann ich die letzten Benachrichtigungen aus der Benachrichtigungszentrale euch anzeigen. Da seht ihr, das ist jetzt hier eine E-Mail gewesen. Dann kann ich hier mit dem Button weiterschalten. Habe ich wieder eine E-Mail. Wieder eine E-Mail und wieder eine E-Mail. Und ich habe insgesamt 4 Nachrichten, die hinterlegt werden. Mehr kann ich leider nicht anzeigen lassen. Das ist auch noch so eine leichte Einschränkung. Aber sonst muss ich sagen, finde ich die Uhr sehr gut. Sie sieht auch relativ stylisch aus. Ist nicht so klein wie die Pebble Steel, die ich mir letztens im Laden angeschaut habe. Ich muss sagen, soweit gefällt sie mir eigentlich relativ gut. Kostenpunkt war für mich ungefähr 140 Euro, genau, ist über Amazon bestellbar gewesen, ja, und gab eigentlich keine großen Probleme. Okay, ciao.